Servus, liebe Freunde, willkommen zurück zum nächsten Teil des Hardstyle-Systems hier beim Landwirtschaftssimulator. Ja, also, wir haben jetzt in der letzten Folge ja schon einiges umorganisiert und erneuert. Und was ich bei der Gelegenheit noch umorganisieren möchte, ist nämlich etwas, was mir ein Zuschauer gesagt hat. Nämlich, dass das überhaupt nicht ganz so gedacht ist, wie ich das hier nutze. Sondern das Mähwerk gehört hinten dran und das Frontgewicht natürlich vorne dran. So ist das Ganze konzipiert. Hoppa. Und das werden wir jetzt auch erstmal so umstellen. Dann habe ich im Westbridge Hills einen Hinweis bekommen, den wir aber hier gut nutzen können. Dafür ist das natürlich optimal, denn es wurde mir gesagt, die Missionen hier bringen unheimlich viel Geld. Natürlich wird das wahrscheinlich hier im Hardstyle auch nicht ganz so gut laufen, weil es ja, wie gesagt, der harte Spielmodus ist. Und von daher müssen wir halt mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber ich denke mal, wenn hier die Mähmaschine, ja, der Mähdrescher durch ist. So, wenn wir hier erstmal weitermachen. Und der Grupper hier zum Beispiel dann arbeitet und wir Zeit haben, könnten wir eine Mission machen. Mit dieser Mission können wir natürlich dann auch ohne Schwierigkeiten noch ein bisschen Geld dazu kriegen. Jetzt muss ich aber schon wieder abtanken. Meine Güte. Geht ja dann doch sehr schnell. Ist ja auch gut so, weil wir das Feld ja hier gedüngt haben. Denn wir können jedes Geld gebrauchen. Ihr seht, wir haben nur noch 628 Euro. Wir sind also ganz schön am Limit, weil auch die Helfer eben richtig Geld kosten. Und das macht es natürlich dann auch nicht gerade sehr einfach. Da müssen wir schauen, dass immer schnell das Geld in die Kasse reinkommt. Von daher nehmen wir hier schon mal die Strohschwaden auf. Und werden natürlich schauen, nachdem es ja jetzt nur für 20 Liter 1 Euro gibt statt für 10, haben wir also auch nur den halben Preis hier. Das heißt, für 10.000 Liter gibt es also nur 500 Euro. Ist natürlich nicht sehr viel, aber damit können wir zumindest schon mal hier so die Helferkosten und Co. ein bisschen kompensieren. Das ist ja auch ganz wichtig, denn ihr seht selbst, wie das Geld hier durch den Helfer nach unten geht. Das heißt, einige Sachen müssen wir dann vielleicht sogar selber machen, weil wir ansonsten doch ganz schön finanziell in die Bredouille kommen. Aber ich hoffe natürlich, ich hoffe natürlich, dass wir das hier hinkriegen. So, also hier muss man wirklich ganz genau in der Spur fahren, ansonsten nimmt man das Ganze nicht richtig auf. So, jetzt sind wir schon nur noch bei 580. Also, wie gesagt, der Helfer, der kostet da richtig Geld. So, jetzt muss ich aber gleich hier nochmal einen kleinen Abstecher machen. Nämlich einmal hier rüber und das hier noch aufnehmen. Denn hier ist es ja jetzt ganz wichtig, dass wir wirklich alles mitnehmen, was geht. Da dürfen wir also so wenig wie möglich nur noch liegen lassen. So, einmal den Schwenk. Wenn ich da jetzt ein Stückel mitnehme, ist auch egal, aber selbst das mache ich ja nicht. So, Mähdrescher ist schon wieder voll. Ist eigentlich ja gut. Sodele. Und wir wechseln gleich zu unserem Kipper. Werden hier natürlich wieder den Weizen erstmal aufnehmen. Aber wie gesagt, also Mission ist ein gutes Thema. Da können wir also dementsprechend einiges mit erreichen, glaube ich. Gerade was so ein bisschen unseren Geldpuffer betrifft hier. Oh, mal ein Stückchen vor. So. Und ja, gleich hier weiter arbeiten. Also wir sind ja schon ein bisschen unter finanziellen Druck, zumindest jetzt hier am Anfang. Ich denke mal, wenn sich das hier so ein bisschen eingespielt haben, nachdem wir jetzt erstmal viel für Grundausstattung ausgeben mussten, haben wir doch dann später besser die Möglichkeit, da ein bisschen zu hantieren. Aber jetzt hier am Anfang ist das schon eine ganz schöne Durststrecke. Da können wir also im Moment wirklich nicht viel machen. Wir müssen auch jeden Zug genau planen. Können da also auch nicht sagen, oh, war falsch, verkaufe ich mal schnell, kauf neu. Da müssen wir vorher ganz genau überlegen, was wir uns holen, damit wir eben dort nicht unnötig Geld verschenken. So, und jetzt sollten wir ja
nach dieser Reihe, wenn ich das hier am Rand der Textur richtig sehe, zu dem gedüngten Teil kommen. Da bin ich auch mal gespannt, ob wir dann mehr Stroh reinkriegen. Ja, wobei, wenn man sich jetzt hier unten also schon mal den Füllstand anguckt, wie der hochgeht, das ist schon einiges, was da reinläuft. Das ist gar nicht mal schlecht. Das heißt, wir haben jetzt also 350 Euro schon wieder drin. Da kriegen wir also gut was in die Kasse. Zumindest für hiesige Verhältnisse, klar. Dafür ist es gut, dass wir auch so einen kleinen Ladewagen uns kaufen können, damit wir eben gar nicht so das Problem haben. Naja, also mit dem Bergmann, ne? 90.000 hätten wir uns irgendwie gar nicht leisten können, da hätten wir mit dem Stroh überhaupt nichts anfangen können. Ja, aber ihr seht, jetzt geht das deutlich schneller nach oben, auch wenn ich hier schon wieder ein Teil stehen lasse. Also auch das Stroh ist natürlich dann mehr, was man aufnimmt. Das ist gut. Das ist richtig gut. So, jetzt muss der Mähdrescher aber noch eine Sekunde warten. Ich will jetzt wenigstens die Spur hier noch zu Ende fahren. So, jetzt können wir gerade wechseln und abtanken. Gut, also ich denke mal, so in Summe werden wir hier mindestens 70.000 bis 80.000 Liter rausholen. Hoffe ich zumindest mal. Oder 60.000 sollten drin sein, weil über 25.000 haben wir jetzt schon. Das ist also schon mal gar nicht schlecht. Ja, mit dem Mähwerk, wie gesagt, da können wir mal gucken, ob wir vielleicht die Möglichkeit haben, dass wir da eine Mähmission machen. Ich denke mal, was ich jetzt so gehört habe, die ist dann am Baseballfeld unten. Wäre ja auch nicht verkehrt. So. Und den Kollegen fahren wir jetzt wieder runter, dass wir da gleich das nächste Geld reinkriegen. Dann sind wir sozusagen schon auf dem Weg zu unserem Heustadel. Ja, und das ist auch jetzt ruckzuck voll. Gut, also gleich einmal zum Heustadel runterfahren, das Zeug verkaufen. Ist ja halt nicht der allerschnellste, aber gut. Okay, 10.000 Liter, das sind jetzt wieder 500 Euro. Das heißt, da kommt schon jetzt ein kleines bisschen Geld in die Kasse rein. Ja, und dann haben wir noch das Pflügen und das Einsehen. Das wird natürlich dauern. Da ist jetzt echt schon die Überlegung, ob wir da nicht den einen oder anderen Arbeitsschritt vielleicht selber machen. Zumindest solange wir noch keine Mission haben, dann könnte man natürlich einiges an Geld sparen, denn ihr seht, wir haben jetzt schon über 200 Euro wieder an Helferkosten in ein paar Minuten verschleudert. Also natürlich einiges. Ja, doch, kannst gleich raus. So, aber wir haben schon wieder 800 Euro jetzt gleich drin. Jawohl, das hat gut gepasst. Perfekt, also so können wir zumindest unsere Helfer- und Betriebskosten schon mal decken. Apropos decken, wir sollten mal hier unseren Mähdrescher abtanken. Wir sind jetzt schon bei 15.000 Liter, das ist natürlich richtig gut. Ja, aber ihr seht, die Helferkosten hauen rein, also das ist natürlich ein ganz anderes System als bei dem, was wir so kennen im Prinzip vom normalen Spiel oder vom leichten Spiel, ne? Hier gehen die Helferkosten richtig rein. Gut, okay, also damit müssen wir leben. Das werden wir uns entsprechend hier auch einverleiben und ja, uns drauf einstellen. Da müssen wir halt mal gucken, wie wir das am besten machen. Da wären natürlich große Geräte optimal, weil mit den kleinen selber fahren, das wird natürlich eine zeitraubende Aktion. Von dem Punkt her müssen wir halt mal schauen, ob wir dann gemähtes Gras gleich in die BGA kippen oder ob wir es vielleicht erstmal zu Geld machen. Weil ich glaube, das wäre dann sinnvoller, dass wir da erstmal ein bisschen sozusagen Geld zusammenwürfeln, zusammenbekommen. So, um 22 Liter wieder drin. So, jetzt fahren wir gleich hier hoch. Ich weiß, das ist jetzt nicht optimal effektiv. Aber wir haben ja eh da oben die halb angefangene Reihe. Da werden wir dann den U-Turn machen und gleich wieder weitermachen.
Und der Mähdrescher ist schon wieder bei 70%. Also das ist natürlich jetzt phänomenal. Da kann ich nur noch mal sagen, vielen lieben Dank für den Tipp mit dem Düngen des Startfeldes. Und ja, wer da noch mal wissen möchte, warum ich das Startfeld gedüngt habe oder warum es diese Hinweise gab, der kann sich gerne mal das Tutorial anschauen. Da habe ich das noch mal genau erklärt und auch gezeigt, wie und warum das so besser ist. So, und die ersten 1000 Liter sind schon wieder drin. Wunderbar. Und jetzt sind wir auch langsam schon auf dem Stand, wo wir im Prinzip hier eigentlich den Grupper dann bald einschalten könnten. Da der ja auch nur 3 Meter Arbeitsbreite hat, könnte der hier natürlich schon im Hintergrund loslegen. Aber ihr seht's, erstmal den Mähdrescher wieder abtanken. Oh, 69% haben wir schon drin. Das heißt, wir sind jetzt schon bei 28.000 Liter. Würde also bei dem aktuellen Preis bedeuten 6.000 Euro Einnahmen. Das heißt, wir würden hier so 12.000 bis 13.000 für das gesamte Feld rauskriegen. Ist natürlich gar kein Vergleich, ne? Gut, dementsprechend werden wir natürlich, wenn wir den Grupper jetzt hier vorbereiten wollen, auch schon mal hier das Mähwerk wieder wegstellen. Also ehrlich gesagt bin ich mit dem Mähwerk nicht so richtig glücklich, auch vom Handling her. Aber nun gut, jetzt haben wir es erstmal und werden auch schauen, ob wir da nicht das ein oder andere noch mitmachen können. Dann holen wir uns gleich hier den Gruber hinten ran. So, jetzt gucke ich mal gerade, wie schnell ist der in Fahrstufe 2. 22-23 km/h ist also eigentlich genauso schnell wie der Ladewagen. Ja gut, aber er kann ja im Prinzip ruhig schon mal anfangen, da hinten dran loszulegen. Dann haben wir natürlich zwei Helfer im Einsatz, das ist natürlich auch ein kleines Problem. Jetzt gucken wir mal gerade, wir senken den mal. Kann man überhaupt auf Stufe 2 pflügen? Gruppern, geht das? Nee, geht nicht. Wir können also eh nur auf Fahrstufe 1 arbeiten. Das ist natürlich noch dümmer. Da haben wir natürlich dann noch ein Problem, weil das nämlich noch länger dauert und natürlich noch mehr Helferkosten verursacht. Da habe ich schon wieder einen Krümel liegen lassen. Eieieiei. Nicht so gut, nicht so gut. Ja, bis ich dann hier mit Helfer die Sämaschine und den Grupper durchgejagt habe, ist eigentlich fast unser halber Ernteertrag schon wieder weg, wenn ich das richtig sehe. Das ist natürlich dann ganz schlecht. Mähdrescher ist auch schon wieder voll. So, also es ist einiges zu tun. Aber irgendwie kommen wir hier nicht so richtig vom Fleck. Das heißt, wir werden gleich wieder mal unseren Mähdrescher tanken. Abtanken. Was mich auch mal interessiert ist, ob die Spritkosten dann höher sind. Im schweren. Aber da habe ich bis jetzt ehrlich gesagt noch nichts richtig entdeckt. Also scheint es da keinen Unterschied zu geben. Da müssen wir halt mal gucken. So, den lassen wir hier schon mal wieder weiterarbeiten. Und auch hier werden wir weiter die Schwaden aufsammeln. Ja, also da habe ich echt ein bisschen Schiss vor. Wenn ich den Grubber hier jetzt auch noch mit Helfer laufen lasse, wird das natürlich richtig eng. Können mal ganz kurz auf die Bank gucken. Da haben wir 15.000 noch zur Verfügung, die wir aufnehmen könnten. Also ein bisschen Puffer haben wir noch. Aber ich wüsste auch nicht, was wir jetzt für die 15.000 im Moment noch verbessern können. Also da weiß ich noch nicht so genau, wie wir das machen. Gut, wir könnten natürlich den Kredit uns sozusagen in der Hinterhand halten. Ich glaube, dann wüsste ich doch, was wir holen könnten. Nämlich einen ganz kleinen Radlader, also Frontlader. Da gibt es nämlich einen aus dem Classic Pack, der kostet unter 20.000. Damit könnte man natürlich, wenn wir hier Gras in die BGA bringen, das dann sozusagen direkt zu Geld machen. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Einnahmequelle. Ist ja nur eine einmalige Investition. Also das halten wir mal auf alle Fälle im Hinterkopf. Je nachdem, was hier jetzt noch rauskommt an Ertrag für uns. Puh, ja, da heißt es natürlich genau kalkulieren und wirtschaften.
Das geht richtig ans Eingemachte. So, eigentlich könnten wir den Grupper jetzt schon im Hintergrund starten. Da dürfte es jetzt eigentlich von der Entfernung her weit genug sein, dass der da durchläuft. So, jetzt fahren wir die Spur noch fertig, dann tanken wir erstmal unseren Mähdrescher ab. Jetzt haben wir 7.45 Uhr. Und also im Spiel, ne? Und jetzt können wir auch gleich mal gucken, ob wir das schaffen, dass wir da in der nächsten Stunde fertig werden im Prinzip mit dem Ernten, weil dann würde ich ganz gerne schon mal den ersten Kipper wegfahren gleich. Der müsste ja bald voll sein. Nicht, dass es der Preis da auch noch in den Keller geht, weil das sollten wir dann innerhalb einer In-Game-Spielstunde schon schaffen, bevor der Preis sich nach unten entwickelt. Denn ich denke mal, das macht dann hier wirklich was aus. So, ja, Grupper ist gesenkt. Und mit Stufe 1 fährt sich's natürlich hier ziemlich langsam durch die Gegend. 16, 17 km/h. Also wenn wir das hier über Helfer machen, wäre natürlich deutlich einfacher, zumal ich hier sehe, ich lasse hier auch schon gerade wieder das ein oder andere stehen. Grupper hier gar nicht sauber durch. Also, ich setz mal den Helfer rein, beobachte mal, wie das hier von den Kosten sich entwickelt. Denn für das Saatgut brauchen wir ja dann auch noch Geld, das kommt dann auch noch dazu. Aber da gucken wir jetzt mal gleich. Wie gesagt, wir müssen einfach gucken, dass wir hier schnellstens vorwärts kommen, aber ohne bankrott zu werden. Das ist natürlich das andere Problem, dass wir hier wirklich auf jeden Cent achten müssen. Da wäre zum Beispiel auch eine gute Sache, wenn wir uns eine Bienenzucht holen, zum Beispiel. Die bringt ja auch ein bisschen Geld pro Stunde. Wobei ist jetzt die Frage, habe ich da nicht schon? Ich muss mal gerade was gucken, Leute. Ich muss da mal gerade was googeln. Ja, das wäre also eine gute Sache hier, eine Bienenzucht. Denn wir können gerade mal gucken. Dann zeige ich euch das hier. Eine Bienenzucht bringt nämlich 15 Euro Einnahmen pro Stunde. Hört sich erstmal nicht wirklich viel an, aber hat natürlich den Vorteil, es senkt unsere laufenden Kosten ein bisschen. Denn ihr seht, es geht jetzt hier ganz schön rapide abwärts. Oh, den Mähdrescher müssen wir abtanken. Den dürfen wir natürlich jetzt nicht allzu lang stehen lassen, gerade wegen der Helferkosten. Weil das Geld rattert natürlich fleißig trotzdem nach unten weiter. Also hier ist es am Anfang wirklich nicht leicht. So, dann kann der hier schon mal abtanken. Wunderbar. Wo habe ich unseren Ladewagen? Da. Der kann nämlich jetzt gleich mal das Stroh wieder verkaufen. Dann haben wir durch den Verkauf des Strohs zumindest mal das Geld für die Helfer soweit wieder drin. Das ist eigentlich ganz praktisch. Jetzt könnten wir eigentlich sogar noch die Sämaschine gleich hinten dran schicken. Aber da sehe ich dann wieder das Problem, dass das Geld zu stark, zu schnell in den Keller geht einfach. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? Oder wie war das? Im Moment geht ja das Geld schneller raus, als wir es reinkriegen. Gut, wir haben natürlich die Ernte noch, aber ja, ist noch nicht so ganz der Brüller. Das ist wahrscheinlich auch das, warum dann einige gemeint haben, mal gucken, ob der Solaris das überhaupt gebacken kriegt, ne? Weil wir haben ja jetzt schon einiges optimiert und verbessert. Also der Ladewagen war ja auch ganz, ganz wichtig. So, jetzt muss ich aber erstmal einen Schluck trinken. Ich habe einen ganz trockenen Mund. Ah, so ist das besser. So, und jetzt haben wir schon wieder 742 Euro drin. Das ist also ganz gut. Da können wir zumindest, wie gesagt, die Helfer bezahlen. Oh, jetzt hat es kurz geruckelt. Warum, weiß ich gar nicht. Nicht so schön. Und ja, stehe ich jetzt im Weg oder? Nein, stehe ich nicht. Aber den Mähdrescher kann ich trotzdem schon mal holen. Wir sind ja eh gleich wieder voll hier. Also sprich, der Mähdrescher ist gleich wieder voll. Ja, und das Restliche sollte man doch in einer Ingame-Spielstunde zu Ende bringen können. Das heißt, wir werden jetzt gleich mal hoch zur Mühle fahren. Ich denke ja mal, dass das hier sowieso jetzt gleich voll ist, das Ding.
Beziehungsweise wir gucken jetzt nochmal schnell nach dem Preis. Güterbahnhof Weizen 302. Ja, der Preis ist sogar gefallen. Also im Güterbahnhof hätten wir das Beste. Vom Preis her gut. Dann fahren wir da jetzt mal hin. Nutzen das natürlich gleich hier aus. Ist ja zum Glück mit unserem guten Traktor kein weiter Weg. Aber dass jetzt der Preis gefallen ist, ist natürlich blöd. Aber wir sind jetzt zwingend auf Geld angewiesen, zumindest hier am Anfang. Später müssen wir natürlich schauen, dass wir vielleicht doch noch ein bisschen mehr rausholen. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier überhaupt ein bisschen was in die Tasche kriegen. So, der Gruber fährt schon mal fleißig weiter, das ist gut. Dann könnten wir eigentlich jetzt auch gleich die Sämaschine schon starten. Dann haben wir auch richtig dieses Multitasking. Das geht zwar jetzt hier von den Helferkosten gut ins Geld, auch mit der Sämaschine, die noch dazu kommt. Aber okay, dafür kommen wir auch entsprechend schneller voran. Güterbahnhof geht ja zum Glück noch. Ja, die Getreidemühle auch. Schwieriger wird's, wenn wir dann, was weiß ich, zum Depot müssten. Sprich also zum Lager oder runter zum Restaurant fahren. Das sind natürlich weitere Strecken. Das hier funktioniert ja noch relativ easy. Oder hinten fährt ein Auto. Oh, endlich mal ein Auto. Es gibt also doch Menschen hier. Tatsächlich, es gibt Leben. So. Und das verkaufen wir jetzt hier schon mal. Ja, wenigstens kommt da schon mal gutes Geld rein. Das hilft uns ja schon mal um einiges weiter. Ja, 7.850 Euro. Ja, das nenne ich doch mal eine gute Hausnummer. So macht das doch Spaß. Und ich denke mal, wir kriegen ja locker noch einen Kipper voll. So, jetzt müssen wir aber erstmal im Schweinsgalopp wieder zurückfahren. Und ihr seht es auch hier schon gut. Wir haben natürlich jetzt viel investiert. Da müssen wir dann mal am nächsten Spieltag gucken oder auch notfalls hier heute nachher später nochmal rein, was wir denn da minus gemacht haben. Ihr seht es auch, die Lohnzahlung der Helfer, minus 2.300 Euro. Das geht also massiv ins Geld. Das geht richtig dick ins Geld. Ja, das ist natürlich blöd, aber wie gesagt, wenn ich jetzt noch anfange, hier alles selber zu fahren, um die Lohnkosten zu sparen, dann haben wir hier natürlich ja, 2 Stunden Arbeit, ohne dass irgendwas erreicht ist. Also ein bisschen Unterstützung brauchen wir da schon, das ist schon wichtig. So, hier über das Gras können wir ja drüber fahren, das stört ja nicht. So, der Gruber ist fleißig zugange, das ist schon mal sehr gut. Weil das Feld muss natürlich auch wieder hier vorbereitet werden, neu gegrubert und eingesät, aber das läuft schon mal ganz gut. So, und dann werden wir erstmal hier gleich mit unseren Schwaden weitermachen. Das bringt uns ja auch noch ein bisschen Geld, aber als erstes, wie gesagt, Mähdrescher abtanken, das ist ganz wichtig. Wenn die Helferkosten steigen und steigen und steigen, das ist also schon gigantisch. So. Wunderbar. Gleich weiter zu unserem kleinen Hoppedatsch. So, was hatten wir denn mit 104.000 Euro an sonstigen Einnahmen? Ach, das waren wahrscheinlich der Verkauf von den Fahrzeugen. Das ging natürlich da auch noch ein bisschen hoch. So, und wir haben da irgendwo in der Mitte, glaube ich, aufgehört, wo es voll war. Oder war das weiter oben? Ich bin mir gar nicht so sicher. Gucken wir jetzt mal schnell. Aber wir sind ja eh hier gleich oben, also ist das ja schon mal kein Problem. Da werden wir nämlich dann hier gleich weiter loslegen. Also das heißt schon mal Fahrstufe rein und gib ihm. So. So, hier gleich wieder den Rest aufnehmen. Ja, so gesehen müsste eigentlich jetzt die Sämaschine gleich im Hintergrund weiter mitlaufen. Aber das, obwohl wir haben ja jetzt eigentlich im Moment erstmal genug Geld. Das ginge. Denn die Sämaschine ist ja schmäler und noch ein bisschen langsamer. Das heißt, da hätte man natürlich noch ein bisschen Möglichkeiten, das auszunutzen. Zumindest jetzt bei der ersten Einsaat. Und wenn das dann gedüngt ist und am Wachsen ist, schauen wir auf alle Fälle mal nach einer Mission. Das werden wir aber heute bestimmt nicht mehr schaffen. Ich denke mal, das werden wir morgen machen müssen.
Also werde ich jetzt gleich mal hier den kleinen Farmall holen. Das machen wir mal kurz weg. So, und werden hier die Seemaschine mit 3,56 Litern befüllen. Sofern ich hier die Saatgutpalette finde. Irgendwie fahre ich jetzt hier 10-mal im Kreis. Da hinten ist sie doch. Eieieiei. Einen kurzen Moment die Orientierung verloren. So, denn der kleine Hoppetatsch, der braucht, glaube ich, nicht so viel Zeug. So, das reicht ja schon. Und, ja, was pflanzen wir an? Ich würde sagen, wir gehen danach auf die Gerste. Weil dann haben wir natürlich auch wieder das Stroh, ja, sozusagen als zusätzliche Einnahmequelle. Denn vom Preis selbst, der Raps liegt nur bei 560. Und wenn ich das umrechne, ist das natürlich nicht wirklich viel. Also, da bleiben wir schon dann auf alle Fälle bei einer Sache, wo wir Stroh mit dabei haben, allein aus dem Grund, dass wir das Stroh aufsammeln und verkaufen können. Das bringt uns ja schon ganz gutes Geld rein. Oh, der Mähdrescher ist schon wieder voll. Den müssen wir natürlich abtanken, das ist wichtig. Wie gesagt, Stichwort Helferkosten, ne? Ich meine, ist ja gut, dass so viel Geld, so viel, ja, Weizen schon reinkommt jetzt. Das ist natürlich hier deutlicher Vorteil. So, ich weiß, ich muss gleich wieder hier entsprechend aus dem Weg fahren, aber noch ist er am Abtanken, da kann ich die Zeit nutzen und kann hier erst einmal die Neueinsaat beginnen. Na, und der ist ja auch nicht der allerschnellste Kollege hier. Und dann noch so eine kleine Seemaschine hinten dran. Also da haben wir auch viel Verbesserungspotenzial. Allerdings eine größere Seemaschine zu kaufen, macht im ersten Moment keinen Sinn. Allerdings, wenn man jetzt überlegt, wie lange ein Helfer dafür braucht und die Helferkosten jedes Mal beim Einsehen mitberechnet, könnte man vielleicht doch schon auf die Idee kommen zu sagen, naja, würde sich ja eigentlich lohnen. Denn der braucht ja schon eine ganz schöne Zeit. So, hier fahre ich erstmal schnell aus dem Weg. Also da spielt natürlich die Optimierung der Maschine eine viel wichtigere Rolle. Vorher hat man gesagt, naja, die Lohnkosten, das ist ja vernachlässigbar, da guckt ja eh kein Mensch nach, ne? Und jetzt mittlerweile ist es so, dass man also eher die Überlegung hat, ja, Helfer kosten doch deutlich Geld, da wäre vielleicht gar nicht mal schlecht, eine größere Maschine zu nehmen. Da ist er einfach schneller durch, ne? Von daher bin ich jetzt am Überlegen, ob wir dann eventuell den Gruber als nächstes vielleicht etwas optimieren. Oder vielleicht sogar die Seemaschine, ihr seht's. Der hat jetzt hier noch nicht mal eine halbe Spur fertig. Also das wird natürlich von den Kosten ganz schön zuschlagen. Aber da müssen wir natürlich auch erstmal schauen, was wir dann noch uns leisten können. Wie gesagt, am liebsten wäre es mir eigentlich Gras aufsammeln, runter in die BGA. Sobald wir da 60.000 Liter zusammen haben, könnten wir ja dementsprechend ohne Schwierigkeiten mit dem kleinen Radler, der schon mal so ein paar Euro zusammenkratzen, so. Apropos zusammenkratzen, wir sollten abtanken. Da bin ich schon mal froh, dass so viel zusammenkommt. Wir haben jetzt immer noch 14.000 mit dem, was drin ist, 15.000 Liter, das sind also auch schon wieder 4.500 Euro. Da kommt schon ein bisschen Geld rein, auch wenn es jetzt nicht so die große Menge ist. Der hier kommt ja ganz gut vorwärts, aber die Seemaschine, das ist ja echt ein Krampf. Da müssten wir zur Not auch schauen, ob wir den Farmall-Traktor nicht dann doch weggeben. Weil der ist ja eigentlich nur dafür geeignet. Als anderes kann der ja in dem Sinne nicht groß machen. So, und irgendwas habe ich da, glaube ich, mit meinem Ladewagen verhackstückelt. Klar. Bin, glaube ich, da ein bisschen zu weit rausgefahren. So. Mann. Man sollte natürlich genau gucken. So, hier müssen wir erstmal ein Stückel zurück. Damit wir hier auch alles aufnehmen. Möchte ja nicht unnötig was liegen lassen. So, und weiter im Text. Denn der Gruber holt ganz schön auf jetzt. Das heißt, da müssen wir natürlich jetzt schauen, dass wir den Abstand halten. Aber ich denke mal, dadurch, dass der hier ja auch ein bisschen schneller fährt und wir einen Tick schneller drehen, sollten wir da auch wieder ein bisschen Vorsprung rausholen. Vom Geld hält sie es eigentlich noch die Waage, aber wie gesagt, die Seemaschine braucht natürlich verdammt lange, auf Deutsch gesagt. Da müssen wir uns in der nächsten Folge vielleicht nochmal Gedanken drüber machen. Die ist jetzt gerade
mit der ersten Spur auf dem Rückweg. Das ist nicht wirklich viel, was da läuft. Das ist nicht wirklich viel. Gut, also das ist natürlich noch Verbesserungspotenzial für die nächste Folge. Da können wir dann uns nochmal anschauen, wie es dann weitergeht. Ich hoffe ja, dass wir hier das Feld vielleicht bis zur nächsten Folge oder bis Ende der nächsten Folge fertig kriegen. Dann könnten wir da auch noch ein bisschen verkaufen, noch ein bisschen Geld machen. Und dann mal gucken, ob wir nicht noch etwas verbessern können. Wäre natürlich ein Riesenvorteil. So, hier hole ich zumindest gegenüber dem Gruber schon mal wieder einen kleinen Vorsprung raus. Das ist gut. Da haben wir dann auch gleich hier wieder die nächsten 500 Euro, die in die Tasche fließen. Aber die Sämaschine, die macht mir echt Sorgen. Das ist also gar nicht so gut. Da können wir eigentlich nochmal auf die Schnelle gucken. Aber erstmal tanken wir nochmal schnell unseren Mähdrescher ab. Das müssen wir noch machen. Aber halt, wir können ja hier den Helfer schon mal rausnehmen, weil der wird danach sowieso nicht weiterarbeiten. Weil wir nämlich schon sozusagen durch sind für heute. Morgen am Sonntag wird es natürlich nochmal eine Folge mit einer halben Stunde geben. Das ist gar kein Problem, das haben wir ja so gesagt. Aber hier müssen wir jetzt mal langsam zum Ende kommen. Ich will jetzt nur gleich nochmal hier abtanken und schon auf die Schnelle schauen. Ja, wie ich den andotze? Nein, das eigentlich auch nicht. So, den können wir noch eine Sekunde laufen lassen. Und zwar habe ich jetzt nochmal bei der Sämaschine die Überlegung. Also wenn wir in unserem Besitz, können wir hier mal gucken, wenn wir die kleine Sämaschine, der Farmol bringt 4.500 und die kleine Sämaschine wird auch nochmal 2.000 bringen, sind 6.000 Euro. Einen Traktor hätten wir ja. Und wenn wir dann hier nach einer richtig guten Sämaschine mal schauen, 7 mit dem, was wir haben, sind wir sogar 16.000. Da könnte man mit dem Kredit vielleicht sogar die 3-Punkt-Sämaschine nehmen. Da hätte man natürlich den Vorteil, wir bräuchten nur einen Traktor, nur einen Helfer. Hätte eine Arbeitsbreite von 3 Meter, wäre auch gut. Wenn das von der Ernte und allem so hinhaut, wäre das natürlich auch ein guter Schritt. Und nächster Schritt ist natürlich auch hier, wo sind denn die Mods? Da wollte ich doch mal euch das noch zeigen, gerade hier mit dem Frontlader. Der kostet 17.000, hat zwar nur 500 Liter für die Schaufel, aber mit den 17.000 Euro könnte man dann die BGA später sozusagen bearbeiten. Ja, und hier mit der 3-Punkt-Sämaschine wäre natürlich gut, wir hätten nur einen Traktor, wir hätten weniger Kosten. Das wäre nochmal eine Idee. So, ich nehme aber jetzt mal hier die Helfer raus, weil es wird Zeit. So, und auch hier Helfer stopp. So, denn wie gesagt, Helferkosten gehen böse rein. Wir sehen es hier, 3.000 Euro an Helferkosten. Wenn wir natürlich einen Helfer und einen Traktor sparen, hätten wir natürlich deutliche Verbesserungen. Das gucken wir uns aber in der nächsten Folge an. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Von daher, bis dahin, Servus und Tschüss.